Mit der deutschen Einheit verbinde ich ein geeintes Deutschland, dass wir in Freiheit zusammenleben können. Auch solche Feste wie heute, Bratwurst und Volksfest und ja auch einen gewissen Nationalstolz im positiven Sinne. Unwahrscheinlich viele Sympathie und auch Glückseligkeit, dass es dazu gekommen ist. Dass sehr viele Kulturen zusammengewachsen sind. Und eine einmalige Geschichte im Grunde genommen. Ich habe selber die Tage der deutschen Einheit, als die Mauer fiel, im Landkreis Lüneburg erlebt. War tief beeindruckt von den Menschen, die dann mit Trabis durch den Landkreis fuhren und damit ja quasi in Niedersachsen angekommen waren. Mein Wissensstand sagt mir, das liegt 30 Jahre zurück und alle versuchen, zueinander zu kommen und miteinander zu leben. Auf alle Fälle, die Mauer ist weg und Freiheit. Redefreiheit, Reisefreiheit, Gedankenfreiheit. Als Lehrer habe ich den Schülern gesagt, ihr werdet die Wiedervereinigung erleben, aber ich nicht. Deutsche Einheit bedeutet für mich, dass man gemeinsam hinter den Werten in Deutschland steht, aber gemeinsam eben auch die offene Kultur pflegt und dass es nicht diese Ressentiments gibt, Ost gegen West, Nord gegen Süd. Die Zusammenführung der Länder, die im Ursprung zusammengehören. Am Tag des Mauerfalls habe ich spätabends vorm Fernseher gesessen und meinen Augen nicht getraut. Und per Zufall sind wir durchgeschaltet und kamen auf DDR-Fernsehen. Und in dem Moment, als wir auf DDR-Fernsehen kamen, war die Pressekonferenz von dem Schabowski, der gesagt hat, jetzt ist die Mauer offen. Wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht, eine richtig gute Flasche Sekt. Ich bereue es noch heute, dass ich nicht gleich losgefahren bin, an die Grenze gefahren bin. Unser Schwiegersohn ist am 9. November nach Kiel gekommen und hat von seinem Begrüßungsgeld Verlobungsringe gekauft. Also ich war operiert worden und meine Freunde stürmten ins Zimmer und sagten, wieso läuft hier kein Fernsehen? Ich konnte kaum antworten und dann machte man mir den Fernseher an und ich habe nichts geblickt. Ich war sehr überrascht und habe wirklich geweint vor Glück. Das Training ist ausgefallen, weil wir nur noch alle darüber gesprochen haben. Was für ein wunderbarer Tag. Ich glaube, ich saß irgendwie bei meinem Vater im Auto und er rief plötzlich, die Mauer ist weg. Ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann haben wir diese politische Veranstaltung abgebrochen und dann haben wir uns vor die Fernseher gesetzt, zum Teil zusammen, und haben diese Ereignisse verfolgt und es war einfach fantastisch. Typisch Ossi, kann man sagen. Der Trabi, das Wort Mutti, die Ampelmännchen, deren Dialekt. Anderen helfen, Spreewaldgurken. Und was ist typisch Wessi? Mercedes. Die soziale Marktwirtschaft. Die Wessis sind viel verschlossener. Ein gewisses Besserwissertum. Ich bin typisch Ossi, das ist typisch Wessi. Was typisch Ossi und was typisch Wessi ist, kann ich nicht beantworten. Ich versuche gerade von solchen Differenzierungen abzuweichen. Zwischen Ost und West gibt es natürlich noch Unterschiede in der Bezahlung, in den Wohnverhältnissen. Wirtschaftliche Dichte. In der Infrastruktur denke ich auch noch. Ich glaube, dass sich in der Mentalitätsfrage schon Unterschiede zeigen. Füreinander Verständnis zu haben. Wenn man ein Staat ist, dann sollte man auch zueinander finden. Wir sind alle Menschen, wir haben unsere Herkunft, wie wir aufgewachsen sind. Aber ich glaube, dass das immer mehr zusammenwächst und dass diese Unterschiede wahrscheinlich innerhalb von 2-3 Generationen auch nicht mehr existieren werden.